Lippenstift. Ich kann deinen Herzschlag hören. Moin Jungs, willkommen zurück auf dem Kanal. Oh, irgendwie ist das mittlerweile Gewohnheit so geworden, wenn das Video losgeht, dann rede ich einmal ganz kurz schnell, setze mich ordentlich gerade hin, damit der Rücken nicht ganz kaputt ist und dann geht's los. Leute, ihr habt euch ja mit Sicherheit gefragt, was passiert jetzt zur Season 5 von Cold War? Und wir alle sind ja absolut begeistert über den Fortschritt, den Warzone macht. Und ich habe Cold War und Warzone vor einer Woche im Stream gelöscht, weil ich habe es jetzt seit 5 Wochen nicht mehr gespielt. Ich spiele aktuell nur Black Ops 4 und Splitgate zwischendurch und Back 4 Blood haben wir angezockt und all diese Sachen. Aber Warzone ist ja für viele von euch immer noch ein Hauptthema. Battle Royale, was ihr unbedingt spielen wollt. Oder manche zumindest von euch. Und ich wollte im Video heute einmal beleuchten, wie ist eigentlich die Zukunft von Warzone? Ist es tot? Um das mal ganz provokant zu sagen. Und das kann ich jetzt schon beantworten. Warzone ist nicht tot. Aber es steht genau jetzt an dem Scheideweg, an dem andere Games in der gleichen Position schon mal gestanden haben. Apex Legends, Fortnite, Games, wobei denen man immer gesagt hat, Wahnsinn, was für ein Hype, was für ein Potenzial. Und dann ging's bergab komplett. Und genau an dieser Stelle sind wir mit Warzone jetzt auch. Und gerade jetzt, wo dieser Change kommt, wo wir endlich Competition haben auf dem Markt, ob das jetzt Splitgate aktuell ist, was zwar kein Battle Royale ist, aber trotzdem Spieler rüberzieht. Ob das Apex ist, was so ein bisschen den dritten Herbst wieder zu sich findet. Leute wie Tim the Tatman und Cloaksy und Nick Merck sind mit ihren gesamten Twitch-Zuschauern, 60, 70, 80, 90.000 Zuschauer, von Warzone zu Apex Legends gelaufen. Es gibt in Warzone aktuell so einen richtigen Exodus. Und das Ganze hat 3 Gründe. Und die Gründe möchte ich mit euch heute ganz gerne analysieren. Wenn euch das Video also gefällt, Leute, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir ein Like auf dem Video da lasst und sehr, sehr gerne auch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich möchte euch aber basierend auch auf Umfragen aus dem Livestream, aus dem Chat mit Leuten, die viel Warzone spielen, mit Leuten, die eher casual spielen, die Gründe nennen, warum Warzone an diesem Scheideweg ist zwischen es ist noch zu retten und es wird jetzt langsam und langsam bergab gehen, bis irgendwann jemand Neues am Himmel ist, der das übernimmt. Und das kann Battlefield jetzt sein. Das kann rein theoretisch Halo sein. Da jetzt völlig unabhängig davon, ob das alles Battle Royals sind oder nicht. Battlefield 2042, ihr wisst, Release steht kurz davor, Alpha, Beta wird auch kommen, hat in dem Sinne aktuell, nicht bestätigt, keinen Battle Royale. Trotzdem spielt man ja mit 64 gegen 64 Spielern. Das hat von der Größe her schon zumindest annähernd ein paar Ähnlichkeiten. Natürlich ein anderes Loot-System, ein Respawn-System, all diese Sachen, die es in Warzone so nicht gibt in der Art. Trotzdem, 3 Gründe, warum Warzone von ganz vielen verlassen wird. Die 3 Hauptgründe, und dann werdet ihr überrascht sein, welche nicht auf Platz 1 steht. Der erste Hauptgrund ist jetzt ohne Reihenfolge SBMM. Skill-Based Matchmaking. Dieses Thema haben wir jetzt seit 2,5 Jahren in jedem COD durch. Jeder gute Warzone-Spieler auf Twitch wird mittlerweile als Cheater bezeichnet, wenn er eine gute Runde hat. Jeder Content-Creator von uns muss sich rechtfertigen. Jeder von uns spielt angeblich mit VPN. Jeder hat auf seinem Controller einen Kronos Max installiert. Es gibt, und das geht zu diesem nächsten Thema, sobald man als guter Spieler eine gute Lobby hat und gut performt, ist man gerade als Content-Creator automatisch ein VPN-User. Automatisch, in der Sekunde, bei 80% der Leute, die zugucken, weil viele ihr Gehirn gar nicht einschalten oder so wenig Ahnung von dem Ganzen haben, dass sie gar nicht merken, dass sie da irgendwelche wirren Theorien raushauen. Das Ganze führt zum zweiten Punkt, warum man mittlerweile hinter jeder Ecke jemanden ahnt, der ein VPN nutzt oder Neffen-Account-Lobbys oder Bot-Lobbys oder sonst was. Und zwar das Problem Cheaten. Hacker, Wallhacks, Autologs, Auto-Aims. Es gibt hunderttausende Cheat-Möglichkeiten in Warzone und es gibt, und auch wenn immer einige sagen, es gibt ja ein aktives Anti-Cheat-System, gibt es nicht. Ein Anti-Cheat-System sorgt dafür, dass wenn ich auf meiner Konsole bzw. auf meinem Rechner ein Hack installiere, ein Programm, was ein Auto-Aim verursacht im Game, ein Wallhack oder sonstiges, das Anti-Cheat-System würde es denn da sein, würde dafür sorgen, dass ich mit diesem Programm das Spiel gar nicht starten kann oder dass ich starte und dann sofort rausfliege und gebannt werde. So ein System gibt es nicht. Activision zusammen mit Raven Software, das sind die Hauptverantwortlichen hier,
machen manuelle Kontrollen. Das heißt, jeder Spieler, der in den Lobbys gemeldet wird, wird mit der Zeit, ohne dass da ein System hinter ist, manuell überprüft und dann dementsprechend gebannt oder nicht gebannt. Das Problem ist, dadurch, dass es manuell ist, passieren auch sehr viele Fehler. Dadurch, dass sehr viele Fehler passieren, werden auch Leute gebannt, die überhaupt gar nichts getan haben. Angeblich im letzten Monat Juli waren das 62.000 Spieler, die nichts verbrochen haben, die nicht gecheatet haben und von dieser manuellen Kontrolle, weil sie gutes Aim haben, weil sie irgendwas gesehen haben, was andere nicht sehen, geahnt haben, sonstiges, mussten sich dann neue Accounts machen. Das heißt, Activision verkauft auch jeden Monat bei den Investoren natürlich das Thema, ja, guck mal hier, wir haben im Juli 180.000 neue Anmeldungen gehabt. Davon ist die Hälfte aber Leute, die vorher schon einen Account hatten und sich einen neuen Account machen müssen, weil sie entweder beim Cheaten erwischt worden sind und gebannt worden sind. Was macht man dann? Man macht sich einfach einen neuen Account, lädt das Cheat-Programm wieder runter und versaut wieder tausenden Leuten den Spaß. Oder es sind Leute, die gebannt worden sind. Der Activision-Support kümmert sich auch um diese Leute einfach gar nicht. Und ich kann euch auch nicht erklären, warum sie sich darum nicht kümmern. Ich glaube, völlige Überforderung in dem Haus. Und deswegen machen die auch neue Accounts. Das heißt, alle denken andauernd bei den Investoren, weil das auch manchmal sehr kurzsichtig gedacht ist. Gut, Warzone hat ja unglaublich viele neue Spieler, viele aktiv, viele kommen dazu. Es gibt doch gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und der dritte Grund, und ich habe eine Twitter-Umfrage dazu gemacht und eine Discord-Umfrage und fast zwei Drittel der Leute sagen nicht, das SBMM nervt die am meisten oder das Cheater-Problem, sondern Warzone wird langweilig. Fehlender Content, kein Content. Und wenn man mal so zurückguckt und gerade den Vergleich zieht zu Fortnite oder Apex, wir spielen seit dem ersten Tag von Warzone mit derselben Karte. Klar, es sind ein, zwei Satelliten auf die Karte gefallen. Klar, in Warzone gab es dann zwischendurch diese Satelliten, die hingefallen sind. Und natürlich, es gab auch den Muji-Muji-Muji-Muji-Tower, ich weiß ja nicht, wie man den wirklich ausspricht, wo sich dann eben das Spezialisten-Perk gefunden hat mit 100.000 Bargeld. Und das war ein richtiger POI, also Point of Interest auf der Karte. Aber abgesehen von den und zwei, drei kleinen Änderungen ist es im Grunde die gleiche Karte wie vor über eineinhalb Jahren. Und dann muss man mal Spiele wie Fortnite vergleichen, die zu jeder Season ein riesen Event gehabt haben. Jetzt gerade in Ariane Grande, so eine Art. Eigentlich muss ich doch solche Sänger auch kennen, oder? Vielleicht wäre ich auch einfach alt. Ariana Grande. Fortnite hat gerade mit so einem Ariana Grande Konzert dann irgendwie schon wieder ein riesiges Highlight gesetzt und Fortnite hat es über Monate und Jahre geschafft, zu jeder Season wirklich Veränderungen auf der Map hervorzurufen und haben damit eine richtige Geschichte erzählt. Die Geschichte, die in Warzone erzählt wird, mit den winzigen Änderungen, die wir bisher bei den Karten haben, sind einfach nicht ausreichend. Dazu ist es eben so, dass das gesamte Meta-Feeling, jetzt haben wir eine gute Meta, finde ich, aktuell, auch wenn ich kein Warzone spiele, ich beobachte und sehe es, ja. Viele Waffen sind gebalanced, man kann locker 30-40% der Waffen in Warzone nutzen, um damit erfolgreich zu spielen. Aber es fehlt einfach der Content. Und viele Leute sind an diesem Punkt, wo sie sich ausgebrannt fühlen, weil sie seit eineinhalb Jahren, auch Content Creator, genauso wie Casual Gamer, wie du und sonst wer, haben einfach das Gefühl, dass sie ausgebrannt sind, dass sie alles gesehen haben. Es ist jedes Mal das Gleiche. Man landet auf der gleichen Karte, am gleichen Punkt, sammelt Geld, nimmt das gleiche Waffenloadout. Und es geht los. Apex als Vergleich ist auch ein Battle Royale, ist natürlich deutlich kleiner, das heißt auch die Karten bei Apex Legends sind kleiner. Apex rotiert verschiedenste Karten in einem Rhythmus von 90 Minuten, abhängig davon, welchen Modus ihr spielt und. Aber dort habt ihr, egal wann ihr online geht, immer ein anderes Feeling. So wie bei Warzone aktuell und wir stehen ja kurz vor COD Vanguard, wo dann die Integration von Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg in ein modernes Zeitalter Verdansk geht, wo aber auch Waffen aus dem Kalten Krieg mit drin sind. Und es gibt schon die ersten Spekulationen, dass einfach noch eine Atombombe auf Warzone oder auf Verdansk fällt und wir in der Zeit noch weiter zurückgehen. Also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen und ich habe es ja schon deutlich gesagt, dem neuen COD Vanguard mit dem Multiplayer, mit allem dazu, gebe ich als Content Creator 1% Chance, erfolgreich zu sein. 1%. Mit Sicherheit wird es sich gut verkaufen und mit Sicherheit wird es wieder viele Norberts und Dieters und Thomas und Kevins geben, die nach der Arbeit 2-3 Stunden spielen,
durch SBMM geschützt werden, dann irgendwann zwischendurch mal ein bisschen Warzone spielen, dann irgendwie einen Skin kaufen für 20 Euro und bei Activision in die Tasche payen. Davon, Leute, durch SBMM gibt es einfach mehr als genug. 70, 80, 90% der Community sind nun mal Dieters, Thomas, Sarahs, Kevins, Rüdigers oder wie auch immer sie heißen. Leute, die einfach nur zwischendurch ein bisschen zocken wollen, die gar keine Ahnung haben, dass wir ein Hacker-Problem haben, dass wir ein SBMM-Problem haben, dass wir ein Ping-Problem haben, dass da kein Content ist. Und diese Leute werden weiter bezahlen. Und deswegen wird Vanguard rein von den Zahlen erstmal erfolgreich sein. Aber auch jetzt, wo ganz viele von Cold War eigentlich zu Warzone rübergehen wollen, weil Cold War scheiße langweilig ist, aber in Warzone auch nicht glücklich werden, weil da ist auch nichts Neues. Die gleichen Waffen, das gleiche Loadout, die gleiche Map, alles gleich. Warzone steht jetzt an dem Punkt, wo sie endlich kapieren müssen, dass es nicht mehr ewig weitergeht. Dadurch, dass wir immer noch 100.000 Live-Zuschauer auf Twitch haben, denken, glaube ich, viele auch bei Activision und bei Raven, die verantwortlich sind, auch wieder kurz gedacht, alles in Ordnung, Leute. Es läuft alles, alles in Ordnung. Wir brauchen hier nicht viel ändern, bloß nichts anfassen. Wenn wir was anfassen, machen wir wieder was kaputt. Wenn wir jetzt hier wieder eine neue Sentry-Gun reinbringen und so ein Auto, wo das drauf ist, dann ist hier wieder Unsichtbarkeitsglitch. Das lassen wir diesmal. All diese Sachen sind fatale Fehleinschätzungen. Wenn ihr mal guckt, kleine Streamer auf Warzone gibt es Hunderttausende gefühlt oder weiß nicht, 20.000, 30.000 kleine Streamer mit 1, 2, 3 Zuschauern in Warzone. Dann gibt es 5 bis 10 große Tiere, wirklich große Tiere, die in Warzone die Zuschauerzahl hochknallen. Das sind aber Leute, die eine Größe auf Twitch und sonst wo erreicht haben, dass es egal ist, was die zeigen. Die könnten 4 Stunden einen Bauernhofstream machen und hätten trotzdem 50.000 Zuschauer. Viele von euch sehen das doch bei Monte. Ich sehe immer bei Monte, dass ihm bei Twitter alle schreiben, wie langweilig seine Streams geworden sind. Guckt man sich seine Zuschauerzahlen an, ist er einfach der Big Boy in Deutschland. Egal, was er macht. Ob er Mario spielt, ob er Warzone spielt, ob er BO4 spielt, ob er sich an den Eiern kratzt, ist völlig egal. Diese Streamer ziehen Warzone aktuell, jetzt er nicht, aber andere, ziehen Warzone aktuell mit. Und solange das Activision nicht realisiert, mit all den Entwicklerstudios und dann mit dem Lawsuit gegen Activision und dem Skandal um die Arbeitsbedingungen und so viel Ärger und Probleme, die jetzt dazukommen und jetzt die ersten Competitor seit einer Ewigkeit mit Battlefield, mit Far Cry, was kein Battle Royale ist, aber ein Game, wo Leute auch gerne Zeit verbringen werden, mit Stalker im nächsten Jahr, mit Halo dieses Jahr, mit Splitgate jetzt gerade. Ich habe bestimmt noch 3, 4 geile Games vergessen, die jetzt auch noch kommen. Es kommt Competition, es kommt Wettkampf und Activision und die Entwicklerstudios haben das bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht realisiert. Das heißt, ich will gar keinem irgendwas madig sprechen und ich würde mich riesig freuen, wenn in Warzone viele Änderungen kommen, die auch mich dazu bringen, dass ich es mal wieder einfach spielen kann, weil Warzone an sich ist nicht schlecht, aber in dem Status, in dem es gerade ist, ist es dem Scheitern zu wirklich verdammt. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierher folgen. Das war einfach das, was ich so über die Aussichten der nächsten Tage, Wochen einmal gerne loswerden wollte. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Was ist das Schlimmste an Warzone aktuell? Cheater, SBMM, kein Content oder alle drei Sachen? Ich bin raus. Haut rein!